Egal an was du glaubst, egal wo du herkommst, egal welcher Nation du angehörst oder welche Sprache du sprichst, egal wie alt du bist und ob du gesund bist oder krank. Ich lade dich heute ein auf eine Übung, die dein Leben entscheidend verändern kann. Ich glaube, dass du nicht ohne Grund hier bist und dir dieses Video gerade ansiehst. Und ich bitte dich von Herzen, dir die Zeit zu nehmen, dieses Video wirklich bis zum Ende zu sehen. Ich möchte dich in diesem Video einladen, der göttlichen Ordnung wieder näher zu kommen. In den nächsten Minuten werde ich dir einen Text lesen, um dir zu erklären, woher das Thema des Einstellens auf die göttliche Kraft kommt und wie es für dich wirken kann. Im dritten Teil des Videos werden wir gemeinsam das Einstellen auf die göttliche Kraft praktizieren und ich bin mir sicher, dass es eine entscheidende Wende in deinem Leben bedeuten kann. Ich danke dir, dass du da bist. Folgende Einstellungsübung kann dein Leben entscheidend verbessern. Ja, sie kann dein Leben wieder in die göttliche Ordnung führen. Bitte scheue dich deswegen nicht, egal an was du glaubst, was du bisher getan hast und wie dein aktueller Zustand ist, dieser Einstellungsübung zu folgen. Zur Einführung möchte ich dir ein wenig über die Herkunft des Einstellens erzählen. Der spirituelle Lehrer, der diese geistige Übung überbrachte, lebte in der Zeit des Zweiten Weltkrieges und heilte Tausende von Menschen. Sein Name war Bruno Gröning. Er kam in einer Zeit, in der die Not der Menschen so unendlich groß war, dass es kaum zu ertragen war. Viele der Menschen standen kurz davor, den Glauben an das Gute und an Gott vollständig zu verlieren. Bruno Gröning sagte, es gäbe zwei Kräfte, eine lichte Kraft und eine dunkle Kraft, eine aufbauende Kraft und eine abbauende Kraft. Und dass der Mensch jeden Augenblick in seinem Leben entscheiden muss, welcher Kraft er folgt. Er erkennt sehr genau, mit welcher Kraft er verbunden ist, an dem Gefühl, was sich in seinem Körper zeigt. Es ist eigentlich ganz einfach. Ein angenehmes Gefühl im Körper zeigt, dass etwas für dich stimmig ist und dass du mit der guten Kraft in Verbindung stehst. Eine leise Stimme in uns und ein Unwohlsein zeigt meistens sehr deutlich an, dass etwas eben nicht stimmt und dass du gerade dabei bist, dich mit der negativen Seite zu verbinden. So einfach, wie es klingt, so schwierig ist es oft im Alltag zu leben. Es braucht viel Achtsamkeit und Bewusstsein, zu verstehen, wie die geistigen Gesetze funktionieren. Gefühl ist dabei bitte von Emotionen zu unterscheiden. Am besten hörst du dein wahres Gefühl, wenn du in die Stille gehst und dich, wie ich es dir gleich zeigen werde, einstellst. In diesem Zustand kannst du alles fragen, was du wissen möchtest. Und du kannst sehr genau abfragen, was für dich stimmig ist und was nicht. Dein Körpergefühl wird es dir zeigen. Ich rate dir auch in deinem Alltag, immer wieder nach innen zu lauschen, bevor du etwas tust. Wir sind so leicht abgelenkt von äußeren Einflüssen, dass wir oftmals gar nicht mehr wissen, was wir fühlen, was wir brauchen und was richtig ist. Die Entscheidung, zu den lichten Kräften hin und alles Satanische abzulehnen, ist die wichtigste Entscheidung
in unserem Leben, als Mensch in diesem Körper. Auch jetzt leben wir wieder in einer Zeit, die uns das Äußerste abverlangt. Eine Zeit, in der wir so schnell in Gefühle der Angst, der Not und der Sorge abdriften und so leicht unsere innere Mitte verlieren können, wenn wir nicht gut auf uns achten. Mit dieser Übung, die Bruno Gröning lehrte, wird es dir möglich sein, wieder tiefe Gottverbindung zu erfahren. Dir wird es möglich sein, deine Selbstheilung auf enorme Weise anzuregen. Und, was das Wichtigste ist, deine Seele kann hier nach Hause finden. Es gibt unendlich viele Heilungsberichte, die insbesondere vom Bruno Gröning Freundeskreis archiviert werden. Auch ich habe eine Heilung über diesen Weg erfahren dürfen. Es gibt unzählige Menschen, die auf diesem Wege allein durch das Praktizieren des Einstellens wieder Rückverbindung in die göttliche Ordnung erlangt haben und verschiedene Heilungen erlebt haben. So viele, dass es vielleicht einem Wunder gleichkommt. Doch ich sage dir, es ist kein Wunder, denn wenn wir uns mit Gott, unserer Quelle, verbinden, ist alles möglich. Bitte beschäftige dich ruhig mehr mit der Lehre Bruno Grönings und seinem Leben. Das Herzstück seiner Lehre war, dass die Menschen sich wieder als Gotteskinder erkennen und sich in ihrem Handeln, Denken und Wirken aktiv von den dunklen Kräften abwenden und die Verbindung zu Gott suchen und selbst leben. Ich selbst bin, seit ich ein kleines Mädchen war, innerlich sehr stark mit Gott verbunden, auch wenn es in meiner Familie nicht vorgelebt wurde. Ich würde sagen, ich habe es mitgebracht, Gott zu lieben. Gott oder die Verbindung zum großen Ganzen, zur Liebe und zum Leben, war schon immer das Wichtigste, Führendste und Tragendste in meinem Leben. Ich möchte auch dich heute einladen, die Einstellungsübung nach Bruno Gröning zu lernen, da es das für mich kraftvollste und wertvollste Werkzeug geworden ist, auf meiner langjährigen Reise in der Welt der Spiritualität und Meditation, die ich schon ein Leben lang praktiziere. Ich sage es nochmal, Gott irrt nicht und es hat einen Grund, dass du heute hierher gefunden hast. Es ist vielleicht ein entscheidender Wendepunkt in deinem Leben und ich freue mich, dass ich dich ein Stück deines Weges begleiten darf. Ich freue mich auch, dies auf diesem Weg tun zu dürfen, denn ich bin der Ansicht, dass das, was Bruno Gröning damals brachte, zu jedem Menschen gehört. Und dass es keine exklusiven Wege hierbei braucht, wohl aber natürlich den Weg des Herzens, der Achtsamkeit, des Respektes und der Genauigkeit in der Weitergabe. Bevor wir gleich die Übung, wie ich sie nur in Anführungszeichen nenne, praktizieren werden, möchte ich dir noch einige wichtige Hinweise geben. Wie in der Homöopathie gibt es bei der Anwendung sogenannte Regelungen, wie es Gröning nannte. Sie können auftreten, müssen es aber nicht tun. Regelungen bedeutet, dass eventuelle Beschwerden geistiger, körperlicher, seelischer oder auch zwischenmenschlicher Art sich erstmal verschlimmern könnten. Sollte dies bei dir der Fall sein, ist es wichtig, dass du weiter glaubst und vertraust und weißt, dass dies Regelungen sein können. Höre auch hier auf dein Gefühl. Und scheue es nicht, einen Arzt aufzusuchen, wenn es sich für dich stimmig und richtig anfühlt. In der Zeit der Regelungen regelt sich das System neu und pendelt sich neu in die göttliche Ordnung ein. Manchmal ist es eben so, dass das alte, dunkle, schwere aus dem System herausgewaschen werden muss. Stell dir vor, du bekommst einen frischen Blumenstrauß geschenkt. Und du hast eine alte Vase im Schrank, die du schon lange nicht mehr benutzt hast. Sie ist vielleicht grau geworden oder das Glas ist nicht mehr durchsichtig. Natürlich wirst du sie putzen, bevor du die frischen Blumen hineinstellst. So etwa kannst du dir das Einstellen vorstellen. Wenn dich diese folgende Übung berührt, dann bitte ich dich auch, in dich hineinzuspüren, ob es noch einen Menschen in deinem Leben gibt, mit dem du das teilen könntest,
Wenn du das Einstellen nach Bruno Gröning regelmäßig mit anderen Menschen praktizierst, ist die Kraft natürlich noch stärker. Und vor allem hast du einen Menschen oder mehrere Menschen um dich herum, die dich bei deinem Weg unterstützen, die den gleichen Weg gehen wie du. Und solltest du Regelungen haben, können diese Menschen dich ermutigen, weiterzumachen und weiter zu vertrauen und zu glauben. Bitte beschäftige dich nur im nötigen Maß mit dem aktuellen Zeitgeschehen. Informiere dich auf jeden Fall, soweit es nötig ist, aber verliere dich nicht in negativen Nachrichten, Angstszenarien und negativen Gesprächen und Gedanken. Der Geist bestimmt die Materie. Es ist wichtig, dass die Lehre von Bruno Gröning nicht nur mit dem Einstellen praktiziert wird, sondern dass wir uns selbst beobachten, wann wir uns mit dem Guten und wann wir uns mit dem, was uns Energie nimmt, verbinden. Denn die Lehre von Bruno Gröning ist nicht nur eine Übung. Nein, es ist ein Lebensweg und eine Geisteshaltung, die wir lernen dürfen und auch müssen und die tägliche Übung erfordert. Dies bedeutet jedoch auf gar keinen Fall, dass es keine spontanen Ergebnisse, Wandlungen, Fremd- und Selbstheilungen gibt. Ich kenne Menschen persönlich, die Spontanheilungen nach dem ersten Einstellen erlebt haben. Alles ist möglich. Ich danke dir für dein Vertrauen. Wenn wir dann gleich in den aktiven Teil des Einstellens übergehen, werde ich auch ein Bild von Bruno Gröning einblenden. Solltest du dieses Video öfters nutzen wollen, kannst du natürlich immer gern zu der Stelle vorspulen, an der das Bild von Bruno Gröning eingeblendet wird und das aktive Einstellen beginnt. Ich wünsche dir für deinen Weg die göttliche Kraft, die göttliche Verbindung und das Wissen, dass du selbst es bist, der jede Sekunde entscheiden kann, ob er sich mit dem Negativen, dem Schmerz, dem Tratsch und den schlechten Gedanken, also den dunklen, satanischen Kräften verbindet oder sich dafür entscheidet, um schöne Gedanken zu bitten, den Geist auf Liebe, Mitgefühl, Freude und Mitmenschlichkeit auszurichten. Öffne dein Herz und lerne dem Göttlichen voll und ganz zu vertrauen und damit dem Leben. Lerne, das Leben zu lieben, denn das Leben ist Gott. Das Leben zu lieben bedeutet, Gott zu lieben. Ich möchte noch anschließen, dass es sich bei der Lehre und Übung nicht um eine religiöse oder sektenähnliche Gemeinschaft handelt. Bruno Gröning, der selbst Christ war, hat ausdrücklich immer wieder betont, dass ihm Hautfarbe, Nation und Glaube nicht von Bedeutung sind. Dass es das Wichtigste ist, dass du ein nach dem Guten strebender Mensch bist, der das Göttliche, die Selbstliebe und die Nächstenliebe an die erste Stelle in seinem Leben stellen möchte. Du kannst weiterhin alles tun, was deinem Glauben und deiner Religion entspricht. Ich empfehle dir einfach, das Einstellen möglichst zweimal am Tag zu praktizieren und in dein Leben zu integrieren. Möglichst morgens und abends. Eine sehr gern genutzte Uhrzeit ist die Zeit 9 Uhr morgens und 21 Uhr abends. In dieser Zeit wird sich weltweit auf den göttlichen Heilstrom eingestellt. Die Wirkkraft allerdings ist natürlich nicht von einer Uhrzeit abhängig, da Zeit und Raum relativ sind. Am wichtigsten ist dein offenes Herz und dass du dich ganz frei machst für die Möglichkeit der Begegnung mit der göttlichen Heilkraft in dir. Und für die göttliche Ordnung in deinem Leben. Wenn du für die göttliche Ordnung in deinem Leben sorgst, hilfst du maßgeblich dabei, dass die göttliche Ordnung auf dieser Welt entstehen kann. Und dass der Aufstieg in eine neue Zeit für uns alle gelingen wird. Du bist ein göttliches Wesen. Achte dein Leben, achte das Leben. Gib nicht auf, sondern nutze deine Erdenzeit und strebe nach dem Göttlichen.
Danke, dass du da bist. Danke für dein Vertrauen. Bruno Gröning sagte, es hilft und es heilt die göttliche Kraft. So soll es sein für dich und für deine Liebsten und damit für die ganze Welt. Deine Vivica Matern. Bitte suche dir jetzt einen Platz, an dem du für die nächsten 20 Minuten ungestört sein kannst. Das Praktizieren des Einstellens wird in der Regel im Sitzen durchgeführt. Sollte es dir aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein zu sitzen, so lege dich bitte, wenn möglich, auf den Rücken. Achte darauf, dass Arme und Beine nicht überkreuzt sind und dass deine Handflächen nach oben Richtung Himmel geöffnet neben deinem Körper liegen. Wenn du in der Lage bist zu sitzen, so nehme dir bitte einen Stuhl, setze dich hin und halte deinen Oberkörper aufrecht. Dein Rücken ist frei und nicht angelehnt. Dein Kiefer ist leicht entspannt. Deine Augen sind geschlossen. Deine Füße stehen fest nebeneinander auf dem Boden. Deine Knie berühren sich nicht. Lege deine Unterarme auf deinem Oberschenkel ab, so dass deine Handflächen Richtung Himmel zeigen und wie Schalen geformt sind. Bitte öffne dein Herz und lass dich jetzt zur Ruhe kommen. Ich bitte dich, jetzt einmal tief durch die Nase einzuatmen und durch den Mund alle Anspannung, allen Stress aus dir hinauszuatmen. Wiederhole das nochmal. Du atmest tief in den Bauch hinein ein und atmest durch den Mund alle Anspannung aus deinem Körper hinaus. Erlaube dir ganz im Hier und Jetzt, in diesem Raum anzukommen. Bevor wir den göttlichen Heilstrom in uns aufnehmen können, ist es wichtig, dass du alles, was dich belastet, alle schweren Gedanken, Schmerzen, unguten Gefühle, allen Groll und was immer auf deiner Seele lastet, jetzt an Gott, an die Engel, an Bruno Gröning abgibst. Wenn du das jetzt ganz gewissenhaft tust, dann reinigst du in diesem Augenblick deinen Körper, deinen Geist und deine Seele von allem, was dich schwer macht. Stell dir vor, wie die göttlichen großen Hände jetzt bereit sind, dir alles abzunehmen, was du in deinem Leben an Ungutem nicht mehr haben möchtest. Du darfst entscheiden, loszulassen. Trau dich, alles abzugeben, was sich schwer, dunkel und ungut anfühlt. Leg es in diese wunderschönen, großen, göttlichen Hände vor dir.
Sei gründlich dabei. Spüre ganz in dich hinein, was du jetzt an die göttliche Kraft übergeben möchtest. Und wenn du es in die göttlichen Hände gelegt hast, dann wisse, dass es jetzt dort ist und aus dir, aus deinem Leben, aus deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele entfernt ist. In dem Moment, in dem du ganz abgibst, was dich belastet, bist du frei. Dein Körpertempel ist ein Gefäß, was nun gereinigt ist. Gereinigt, um den göttlichen Heilstrom zu empfangen. Deine Hände liegen wie Schalen geöffnet auf deinen Oberschenkeln. Gott, die göttliche Kraft, die lichten Engel, die guten Geister und Meister, Bruno Gröning, nimm jetzt alles mit, was du vorhin in die göttlichen Hände gelegt hast. Und nun bist du zum Empfang bereit. Atme ruhig und gleichmäßig und spüre in deinen Körper hinein. Bitte nun um die vollkommene göttliche Ordnung für dich und dein Leben. Und empfange den lichten, heilsamen Strom, der jetzt in dein Körper, in dein Herz, in deinen Geist hineinströmt. Du brauchst nichts zu tun, außer in deinen Körper zu spüren und zu beobachten. Jetzt, wo du alles gedanklich abgegeben hast, was schwer war, darfst du deine Gedanken auf etwas Schönes ausrichten. Vielleicht ein Erlebnis, was dich tief im Herzen berührt hat, was dich zum Lachen oder zum Staunen gebracht hat. Verbinde dich ganz mit einem deiner schönsten Momente in deinem Leben. Und empfange die vollkommene göttliche Ordnung. Empfange den Heilstrom. Vielleicht spürst du ein sanftes Kribbeln oder Wärme in deinem Körper. Egal, was du jetzt spürst oder nicht spürst, hab Vertrauen, dass sich nun göttliche Ordnung für dich einstellt. Spüre deinen Körper von innen. Öffne dich für den heilsamen Strom, der jede deiner Zellen erreicht. Lass deinen Körpertempel
dein Gefäß auffüllen mit reiner göttlicher Energie. Wenn du einen Herzenswunsch hast, so ist es jetzt an der Zeit, zu bitten. Du kannst still für dich deinen Herzenswunsch formulieren und deine Bitte der göttlichen Kraft, Bruno Gröning und den lichten Engeln vortragen. Wisse, du wirst erhört. Lass uns nun gemeinsam bitten für die vollkommene göttliche Ordnung in deinem Leben, die volle Gesundheit und Heilung in allen deinen Lebensbereichen. Die Freude am Leben, die Liebe im Herzen und das Mitgefühl für sich selbst und für den Nächsten. Wir bitten um die ganze Kraft für alles, was an Aufgaben für uns gedacht ist. Wir bitten um den Mut, uns selbst und anderen zu vergeben. Wir bitten darum, dass sich jetzt vollkommene göttliche Harmonie in jedem deiner Lebensbereiche einstellen darf. Um gute Beziehungen, um ausreichend gute Versorgung, um das ganze Glück und die ganze Fülle, um Leichtigkeit und Lebensfreude, Vertrauen und Glauben. Wir bitten, dass sich die Seele ganz erinnert an ihre Heimat, die im Göttlichen ist. Und lass uns weiter bitten für Mutter Erde, vollkommene Gesundheit, Heilung und göttliche Ordnung für Mutter Erde und alle Wesen, die auf ihr zu Hause sind. Lass uns bitten für sauberes Wasser, eine reine, frische Luft, saubere Meere, gesunde Natur, für die Tiere an Land, zu Luft
und im Wasser. Vollkommene göttliche Ordnung und Harmonie. Wir bitten für die Kinder auf dieser Erde, dass sie in Liebe aufwachsen dürfen. Wir bitten um den vollen Schutz für dein Leben, das Leben deiner Liebsten und aller guten Seelen auf dieser Erde. Wir bitten um die Umkehr in aller Menschenherzen hin zu Gott, zum Licht und zur Liebe. Wir bitten um inneren Frieden in jedem Menschenherzen und damit äußeren Frieden auf diesem wunderschönen Planeten. Wir bitten um Frieden in allen Dimensionen. Möge das Licht Gottes in jedem Herzen scheinen. Mögen wir selbst die Veränderung werden, die wir uns wünschen in dieser Welt. Zum Abschluss spielen wir noch ein Musikstück für inneren Frieden. Und du kannst dich so lange einstellen, wie es für dich stimmig ist. Den ganzen Schutz und Segen für dich. Danke, dass du da bist. Ich seh die Welt in Frieden. Ich bin mich. Frieden. Ich bin. Ich sehe die Welt in Frieden. Ich bin. Ich seh die Welt in Frieden. Ich bin Frieden. Ich bin. Ich seh die Welt in Frieden. Ich bin Frieden. Ich bin. Ich seh.
seh die Welt in Frieden. Hier.